Hallo und herzlich willkommen zu The Tenants. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Gut, dass wir in der letzten Folge einen Mieter vergrault haben, denn dadurch steht die Wohnung jetzt leer und wir können uns darauf konzentrieren, die neu zu vermieten. Wir haben ja jetzt das Hintergrundwissen, dass die Leute positiv auf die Wohnung reagieren müssen, damit die halt mehr zahlen. Es kommt nicht auf das Gehalt drauf an, was die verdienen oder beziehungsweise wie die dastehen, sondern wirklich nur an das reine Interesse an die Wohnung. Und in der Ferry Street 123... Das war, glaube ich, sogar unsere erste. Das ist unsere frisch renovierte Wohnung. Guck mal hier. Tag der offenen Tür starten, natürlich. Direkt mit der Zeitung. Und dann gucken wir mal. Also, wir schauen das uns an, wie die Wohnungsbewertung so aussieht bei den Leuten. Ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel, er ist Alkoholiker, Fastfood-Angestellter. Der wäre natürlich top. Athlet, Koch. Ich hoffe, der ist positiv beeindruckt von dieser Wohnung. Okay. Nicht befriedigend, zufriedenstellend. Okay. Was ist das? Ritter Lancelot? Nein. So, der kann nämlich die Wohnung verlassen, weil der war nicht so, naja, nicht so positiv davon überzeugt von der Wohnung. Dann, ja komm, darfst du. So, was haben wir hier? Exzellent. Oha. Exzellent. Das ist sehr gut. Und da haben wir keine kriminellen Vorstrafen. Das ist sehr schön. Alter, jetzt überschlägt sich das hier alles. Was haben wir denn hier? Vielen Dank. Hallo, es gibt ein Problem. Moment. Ich verhandle mal ganz kurz mit dem. Schwupp. Mach ein Angebot. Okay, gehen wir noch ein bisschen zurück. Komm schon. Mach ein Angebot. Wow. Haben wir ihn jetzt? Neue Gegenstände freigeschaltet. Ja, toll. Hier, Wäschegestell und sowas. Ich schicke meinen Onkel sofort los. So, reparieren. Haben wir den jetzt oder ist das daneben gegangen? Mietvertrag Kontakt gekommen zu sein. Okay. Was stand denn da? Es hätte besser sein können. Es hätte schlimmer sein können. Okay. Was denn? Ach so, ist... Ah, können wir neu vermieten. Sehr schön. Oh, er hat es geschafft. Erfreulich. Erfreulich. So, das heißt... Kundenbewertung $510 plus haben wir gemacht. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt hier auch neu vermieten. Tag der offenen Tür. Zeitung. Das kann ich noch gar nicht, ne? Event starten. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die darauf reagieren. Echt? Also diese Hintergrundinformation hätte man wissen müssen. Warum laufen hier so leicht bekleidete Damen rum? Wow. Ja, ist eine freizügige Gegend hier. Ja, ja, komm. Du willst sie ja nicht haben. So, was denkt sie darüber? Kassierer, Athlet. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Nicht befriedigend. Na, das sehen die da wohl anders. Bitten, die Wohnung zu gehen, verlassen. Alright. Zufriedenstellen. Alles klar. Oder was sagt sie noch? Vielleicht ist das ja noch besser, aber der hier. Schauen wir mal. Exzellent, exzellent. Okay, sehr gut. Und Vorstrafen? Ach, das verstehe ich nicht mit dem Handy. So, keine Vorstrafen. Nicht befriedigen, nicht befriedigen. Okay, verhandeln. Mach ein Angebot. Mach ein Angebot. Ich versuche auf jeden Fall über 1000 zu kommen. Ich kann auch weniger sagen, als er möchte, ne? Komm. Alright. So, dann zahlen wir hier erstmal. Was stand da? Speichere besser meine Nummer. Könnte in Zukunft von Nutzen sein. Oh, oh. Der wird sehr oft meckern. Der wird, glaube ich, sehr oft meckern. Cashflow 3200. Guck mal, wir machen relativ gute Umsätze hier. Dafür, dass das so schäbige Wohnungen sind, ist das schon ganz gut. Jobs. Annehmen und annehmen. Der guckt einen Schießfilm oder was? Aber in ein Frame. Tag der offenen Tür. Schauen wir mal. Diesen Zeitraum überwiesen. Danke.
Das brauchst du mir aber nicht immer sagen. So, das heißt, du kannst schon mal gehen. Denk nach. Denk mal ein bisschen schneller nach, bitte. Nicht befriedigend. Gut. Oh, sehr schön. Dann überprüfen wir sie mal. Die kann nämlich jetzt wieder gehen, wenn die kein Interesse hat. Keine Mietverhältnisse. Okay. Keine Vorstrafen. Jo, dann lass verhandeln. Ah, das hätte ich auch mal gerne. Das hätte ich wirklich auch gerne an Gewinn. Ist so. Angebotsreichweite 60% Anzahl der aktuellen Besucher. Du machst echt am meisten Geld. Nicht mit renovieren. Ja, okay, du kannst natürlich hier so kleine Sachen renovieren. Such einen Raumausstatter, der mir ein neues Badezimmer bauen kann. Das könnten wir machen. Bewertung, sehr schön. Bewertung ist natürlich sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, mach mal Raum, ne? Heizung funktioniert nicht mehr. Na komm. Profi hingeschickt. So. Danke. Bitte. Was haben wir noch? Judentoch. Einmal zurück. So. Ich finde das so geil. Blup. So. Achso, hier ist die Tür. Also wenn das bei mir wäre, ohne Mist, die könnten den ganzen Boden rausreißen. So, Renovierung. Achso, ja, ich muss ja erst die Wohnung wieder verlassen. Einmal verlassen, bitte. Dankeschön. Gut. So, jetzt kann ich mich um die Renovierung kümmern, oder? Renovierung starten. Ich muss schon wieder was bezahlen hier. Ja, ich könnte natürlich auch automatisch Zahlen machen, aber ich möchte gerne die Kontrolle darüber behalten. So, was brauchen wir? Wände grün oder grau? Nehmen wir grau. So, dann brauchen wir Fliesen. Machen wir mal andere Fliesen. Oh, Marmor. Oh, sehr schick. Badewanne oder Duschkabine? Duschkabine? Ja, Duschkabine auf jeden Fall. So, warte, drehen wir mal. Mist, eins zu weit gedreht. So, ne? Perfekt. Waschbecken. Machen wir hier drunter. Ja. Toilette braucht man natürlich auch. Achso. Hier hin, oder? Hier? Hier. So, dann brauchen wir noch eine Klobürste. Die setzen wir hier. Ich achte gerade irgendwie nicht so richtig aufs Geld, ne? Klopapier. Ja gut, aber wir haben noch 3200. Plömpel braucht man natürlich auch, aber den würde ich dann hier hinstellen. Und ein Handtuchhalter. Den drehen wir mal. Würde ich sagen, machen wir hier, oh, hier in die Ecke. Jo, hier. So, wichtig, erster Eindruck und Fußböden. Unwichtig, Wände. Ja, aber erster Eindruck ist ja top hier. Aber Wandpflanze brauchen wir noch. Na. Wandpflanze. So, was haben wir denn da? Setzen wir eine hier hin. Wir hatten auch mal irgendwie drei Wandpflanzen, oder sehe ich das falsch?
Hier noch eine in die Mitte. So. Wanduhr brauchen wir noch, stimmt. Wanduhr. Die passt hier sehr gut hin. Musst du dich immer umdrehen, weißt du? Wenn du auf Klo sitzt, musst du immer umdrehen. Wie spät haben wir denn? So, Job abschließen. Gut. Aber die brauchen mir doch nicht immer Bescheid sagen, oder sehe ich das falsch? Also, die sollen einfach nur überweisen. Fertig. Jobs. Wir haben 50.000. Und wir haben bei der Bank noch 109.000 offen. Hm. 390. Oha. Also 2.000 haben wir fix bekommen und... Nee. 1.950 haben wir fix bekommen. Und 390 waren... Bonus. So, wir haben 52.000. Was ist das denn? Job für Profis. Hallo. Na, ich schick den Onkel sofort los. Was haben wir denn jetzt hier? Bitte lass ihn reparieren. Komm schon, du schaffst das schon. Ich bin zuversichtlich. Nein. Okay, ersetzen. 1.000? Okay. Ich habe 4 Mieter? Achso, wegen Babysitten, ja, okay. Hurra, funktioniert wieder. Wir haben insgesamt 6.100. Ja, schön. Ist ja wunderbar. Ist ja toll. Ist ja prima. Ist ja. Hurra, funktioniert wieder. Ja, hurra. Kundenbewertung 500. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jobs. Nehmen wir direkt wieder einen an. Und das. Das ist so eine gute Kombi. Weil du kannst sie gut miteinander kombinieren. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Athlet hat eigentlich immer Interesse. Erschrecken. Oh, okay. Fand das eine Weile meine Ansprechpartner bis okay, auf alles klar. Nicht befriedigend. Jetzt bin ich gespannt. Denkt nach, denkt nach, denkt schneller. Wir haben keine Zeit, wir müssen Kohle verdienen. Nicht befriedigend, okay. Das heißt, bitten die Wohnung zu verlassen. Das ist problematisch. Wir brauchen langsam mal... Was ist denn jetzt fehlgeschlagen? Auf Wiedersehen. Oh. Ich hätte den Vertrag verlängern müssen. Nicht befriedigend. Das ist natürlich problematisch, wenn jetzt alles zufriedenstellend, okay. Könnten wir ihn nehmen, ne? Oh, das muss ich auch noch drauf achten. Nein. Koch. Bevorzugen jemand 56 bis 53, okay. So. Überprüfen wir das noch kurz provisorisch. So, was haben wir denn da? Einmal keine Vorstrafen. Exzellent. Okay, verhandeln. Mach ein Angebot. Mach ein Angebot. Und danach nehmen wir an. So. Was stand da? Hör zu, ich habe ein Problem. Profi. Ja, ja, ja. Danke, bitte. Das ist ja voll der Stress hier. So, Immobilie. Tag der offenen Tür starten. Wertung. 2000, aber kein Bonus. Event starten. Puh. Surviving through an earthquake.
freigeschaltet. Ach, gestern. Ja, ja, okay. Zufriedenstellend. Okay. Geht wahrscheinlich noch besser. Gucken wir mal. Was sagt sie? Hausmeister? Alkoholiker. Nicht befriedigend. Okay, alles klar. Ciao. Also, sie ist... Alright. Oh. Jetzt können wir uns aussuchen. Guck mal. Wir haben hier 88.000, 92.000. Und er? Alright. Ja, okay, alles klar. Verhandeln wir mit der. Wenn da alles stimmt, ne? Keine Vorstrafen, okay. Keine Mietverhältnisse. Ja, komm, dann verhandeln wir. Alright. Also, 1000 plus möchte ich schon haben. Wow. So, was haben wir hier? Moment. Guten Tag. Bitte. Ich schicke einen Profi vorbei. Hatte ich doch gesagt, oder nicht? Hatte ich da nicht gesagt, Profi vorbeischicken? Ja, da kommt der Profi. Der hat auch eine Haus... Weißt du, der hat auch einen Schlüssel. Okay, der hat alle ausstehenden Beträge überwiesen. Gut. Puh. Stressig. So, was haben wir hier? Obwohl, ich sag mal, das Badezimmer war relativ schnell renoviert, ne? Machen wir mal hier. Müssen wir da... Oh, guck mal, ist auch relativ klein. Renovierung starten. Wichtig, Fußböden und Dekorationen. Unwichtig, Wände. Da wir Erfolg mit der Farbe hatten und die ja nicht so teuer ist, können wir halt daran sparen. So, und die sieht auch elegant aus. Dann Laminat oder Fliese. Nee, das hier. Ja. So, Duschkabine. Ja. Duschkabine vorm Fenster ist clever, ne? Tatsächlich geht das da nur. Weil hier würde ich ja die Tür zusperren. Dann setzen wir da direkt vors Fenster. So. Muss ja keiner reingucken. Achso. Ich sollte auch auf die Füße achten. Huch. So. Dann haben wir Toilette. Mal die. Die setzen wir hier unter das Fenster, damit die Gase direkt rausziehen. So. So. Und wir brauchen noch Toilettenpapier. So. Und was haben wir noch? Wandpflanze. Es gibt ein Problem. Mein Onkel. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ich da einen Profi hinschicken kann, weil dann kann ich nämlich währenddessen weiterarbeiten. Dann brauche ich das nicht selber machen. Beziehungsweise mein Onkel, dass ich darauf gucke. Aber spart natürlich auch wieder ein bisschen Geld, wenn das erfolgreich ist. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt zur Renovierung. Schüpp, 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 schüpp. Ja, möchte ich gerne. Danke. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder zur Renovierung. Bonuszahlung für Fristeinhaltung 3 Tage. Okay. Das heißt, in 3 Tagen muss ich fertig sein. Und Pflanze.
Hand. Pflanze. Aber da können wir nicht so viel hinhängen, ne? Ich würde nur die hier hinhängen. Vielleicht hier noch eine. So eine kleine. Das wart. Also mehr würde ich jetzt nicht dahin stellen, weil hier geht die Tür ja auf. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Wäscheständer. Wäsche. Oh. Neue Gegenstände freigeschaltet. Ja, ganz tolle Sachen. Oh. Zauberwürfel. Schön. Okay, nochmal. Wäscheständer. So, wie soll ich denn hier einen Wäscheständer bitte hinbekommen? Nochmal. Wäsche. Nochmal. Wäscheständer. Stellen wir hier hin, ne? So. Alles erledigt. Job abschließen. Bewertung kann kommen. Bewertungen. Ah, okay, okay. Jobs. Alistar Fuf. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir da genug Geld bekommen. Wir haben echt gut. Wir machen echt gut Geld, ne? 57.000 haben wir. Warte mal, wenn wir die Bank abziehen, dann wären wir 3.000 plus, ne? Ja, dann wären wir 3.000 im Plus. Spielerbewertungen. $680 plus. Geilo. Ja, komm, Profi direkt hinschicken. Ja, prima. Woran kann ich erkennen, wann der Mietvertrag ausläuft? Ich bekomme bestimmt irgendwo eine Nachricht wieder, ne? Okay, alles. Sehr schön. Gut. 57.000, wir sind auf einem sehr guten Weg. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht die Bank zurückzahlen, sondern können direkt uns irgendwo eine Immobilie wieder kaufen. 273.000, jo. Mal eben. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.